Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr die Türen richtig einsetzt und auf was ihr achten müsst. Also, Türen haben eine Vorder- und eine Rückseite. Das hier ist die Innenseite. Also, welche in eurem Haus ist. Die, wie soll ich sagen, die Hauswand hält, oder die Tür hält viel weniger aus. Wir testen. Mit jedem Schlag machen wir 3 Schaden. Ja, 2 bis 3. Der Seite. Mit jedem dritten Schlag dann theoretisch gesehen ein Schaden. Das gleiche gilt auch für Blech und gepanzerte Türen. Holztüren erkennt man, dass man hier die Verstrebung hat auf der Innenseite und auf der Außenseite eine schöne glatte Wand. Beziehungsweise, wenn ihr innen steht, Türklinke immer rechts sein. Da haben wir das Problem. Bei der Blechtür habe ich jetzt persönlich noch keinen Unterschied festgestellt. Also wie gesagt, darauf achten, dass die Türklinke rechts ist. Bei der gepanzerten Tür gibt es hier oben den kleinen Schieber für das Guckloch, den man leider nicht aufmachen kann. Der ist innen. Außen gibt es keinen dafür. Genau, das ist der Unterschied. Das kann ich nochmal zeigen, das ist bei gepanzert genauso. Nach 2 Schlägen 1 Schaden. Gehen wir raus. Erst nach mehr Schlägen theoretisch Schaden. So. Dann kommen wir zu den Doppeltüren. Da ist es, muss ich sagen, ja, ein bisschen schwerer, die einzusetzen. Und zwar, wenn wir jetzt mit einer Doppeltür hingehen, egal ob es Holz oder Blech oder gepanzert ist. Und wenn wir es jetzt so einsetzen würden, haben wir die schwache Seite außen ist. Wenn wir ein bisschen weiter nach rechts gehen in dem Bild, dann sehen wir, die Tür springt rein. Also, wenn sie reingesprungen ist, dann müssen wir sie setzen, weil dann haben wir die schwache Seite, so gesagt, innen, wie wir es haben wollen, dass die starke außen ist. Hier ist das gleiche mit dem Schaden wie bei den normalen Türen. Gilt wieder für alle 3 Türtypen. Genau, dann fahren wir weiter mit den Wänden. Bei den Holzwänden gibt es auch eine Vorder- und eine Rückseite oder generell bei allen Wänden. Machen wir es so, wenn wir jetzt einfach uns hinstellen, sehr wenig Schaden. So. Da beginnt jetzt der Trick. Wir gehen in die Hocke und arbeiten uns langsam vor, bis wir Schaden an der Wand machen. Und dann machen wir mit jedem Schlag mehr Schaden. Und in der Ebene können wir dann nach links. Natürlich nicht zu weit und nach rechts. Sobald wir jetzt wieder aufstehen, machen wir weniger Schaden wieder. Also nur in dem unteren Bereich machen wir so viel Schaden. So, wenn wir das jetzt zum Beispiel bei der starken Wand probieren, was außen sein sollte, passiert nichts. Dann machen wir so wenig Schaden, als wenn wir normal stehen würden bei der anderen Wand. Genau. So, dann kommen wir zur Steinwand. Bei der Steinwand ist, also sagen wir es mal so, die Steinwand ist die einzige Wand, bei der die Pickaxe sinnvoller ist, weil sie mehr Schaden macht. Generell bei Türen, bei Holz, bei Blech ist immer die Hatchet besser. Machen wir das gleiche wieder, arbeiten uns hin. Und dann machen wir mit jedem Schlag einen Schaden. Als Vergleich, mit der Headshot brauchen wir 2 Schläge. So, dann haben wir hier wieder die starke Wand. Da gilt auch das gleiche wie bei der Holzwand. Bei der starken Seite machen wir weniger Schaden. Also, nicht nach jedem Schlag ein Schaden. Da sind es eindeutig mehr. Genau. So, das gleiche gilt auch für Decken wiederum. Die schwache Seite ist bei den Decken immer unten und die starke Seite oben. So. Wenn ich jetzt versuchen würde, hier dagegen zu schlagen, sagt er immer far away. Also dass ich zu weit wegstehe. Wenn ich jetzt springe und dann schlage, dann geht's. Aber ist ziemlich mühsam. Sobald hier eine Kiste steht oder ihr einen Kumpel habt, auf den ihr springen könnt, theoretisch, so Huckepack-mäßig, könnt ihr ganz normal schlagen. Also auch wieder mit jedem zweiten Schlag einen Schaden. Oder mit der
Pickaxe einschaden, weil das jetzt Steindecken sind. Das Vergleich, gehen wir mal oben hin. Und da können wir wieder draufhauen, wie wir wollen. Es dauert einfach ewig, bis wir einen Schaden machen. Also, Leute, achtet immer darauf, dass ihr die Wände und die Türen besonders setzt. Aber beachtet auch, jeder kann sich in eurer Base von oben nach unten einfach nur mit der Pickaxe und der Hatchet durcharbeiten. Ich hoffe, das Video konnte euch ein paar Tipps zeigen, die ihr noch nicht kanntet. Freut mich, wenn ihr einen Daumen da lasst oder ein Abo gleich. Euer Killjumper. Ciao, ciao.